Moin. Oh, scheiße, ich muss mich auch mal umziehen. Ich hab die ganze Zeit vergessen, wegen den zwei Dösbaddeln da. Muss ich dir mal angucken. Das sind so zwei Typen, die haben da so eine YouTube-Channel haben die gemacht. Richtig lustig, richtig gut. Die machen da so, kleine Sketche machen die da. Richtig witzig. Was soll das für ein Dialekt sein, was der macht? So das Bayerisch sein, oder was? Ja, das ist so Bayern, Wien, Ecke Linz, glaube ich, sowas, ne? Kommt der daher? Kennst du den? Ist das ein Wiener? Nee, das weiß ich nicht. Das sind so zwei Hamburger Jungs, weißt du? Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, finde ich ja, wenn man das nicht kann, sollte man es lieber lassen. Wieso denn? Der ist doch richtig gut. Guck mal, was der macht. Der hat da richtig Charakterstudie, hat der betrieben. Ich finde, das klingt ein bisschen mehr nach Edmund Stoiber als nach Wienerisch. Ist doch egal, Edmund Stoiber oder Wien. Nee, ich sag auch immer, ich kann Dialekte sowieso überhaupt nicht. Wieso? Du kannst doch platt. Ja, das ist meine Sprache. Aber ich finde den Kleinen, finde ich gut. Was? Der Kleine, der ist immer so stoisch. Ja, der macht doch gar nichts. Nee, finde ich super. Weil der einfach nichts macht. Hat Finzel? Ich finde den anderen finde ich viel lustiger. Der Kleine, der guckt, der immer nur so bedeppert. Nee, der mit der Locke, der macht mir viel zu viel. Aber hier der Kleine ist super, weil der einfach... Ist doch gerade das Gute, dass der so viel macht. Ja, nee, du verstehst es nicht. Ja? Man muss, als Schauspieler muss man auch einfach mal genügen. Verstehst du das? Meinst ja? du? Und das kann der Kleine... Wunderbar, ja. Findest du? Ja. Ich weiß ja nicht. Doch, nur der da mit seiner Locke. Ich sag dir, der sitzt wahrscheinlich jeden Tag, sitzt der 2-3 Stunden, sitzt der an dieser Locke. Das ist bestimmt ein eingebildeter Kollege. Mit so einem willst du bestimmt nicht in der Garderobe sitzen. Ich sag dir es. Von mir das? Das macht mir Angst.